Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 thank you Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder eine Sendung aus dem Möcki Deluxe. Wir arbeiten ein bisschen am Setup, das wird alles umgezogen, das Studio kommt her ins Möcki Deluxe, aber es braucht noch etwas Zeit. Wir werden auch vielleicht eine Sendung machen aus, nochmal aus dem alten Studio, es ist nicht abgebaut, aber das wird passieren. So, hups, da haben wir gegen die Tischplatte geschlagen, die Uhr ist noch heil. Aber wir haben für euch eine frisch gepresste Sendung. Die gestrige Sendung ist an der Bandbreite gescheitert. Ich weiß nicht warum, Möcki Deluxe hat irgendwie Probleme. Zu viel Schnee, zu viel Möcki, zu viel Deluxe. Deshalb heute auch eine voraufgezeichnete Sendung wieder in der Zeit von 4.21 Uhr fangen wir an. Also frisch gepresst, die Themen sind zum Beispiel die Lufthansa 747-8 muss Ferry zurückfliegen von Sao Paulo nach Frankfurt. Ich erkläre euch, warum. Dann haben wir das Thema, da habe ich mich auch gestern mit einigen von euch auf WhatsApp schon darüber unterhalten. Und wer es in der Zeitung gesehen habt, bei der Funke-Mediengruppe wurde ich zitiert mehrfach. Ähm, Kerosinsteuern, macht das Sinn auf Inlandsgeschichten? Und äh, die SPD, ich gebe euch da so einen kleinen Hinweis, die hat da so kalte Füße. Weiter geht es dann mit dem Thema Eurowings Eurowings findet Dubai toll, aber Dubai findet Eurowings nicht toll. Wir haben dann Finnair Finnair findet München toll und fliegt das mit 350 von Helsinki nach München im Sommer. 350 neue Business Class, also auch eine Möglichkeit. Dann Southwest Airlines korpulente Menschen oder wie sie sie nennen, People of Size bekommen zwei Sitzplätze zum Preis von einen. Gehen wir auch drauf ein. Und wir haben Marriott. Marriott Bonvoy hat Free Nights nach zwei Nächten Targeted. Guckt nach, ob ihr das auch habt. Und Deal zone deal Und zwar ein Deal in der Dealzone zone mit der Egypt Air von Madrid über Kairo nach Johannesburg. 1299 Euro. Jetzt seid ihr wieder dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Und ich verspreche euch, nach dieser Sendung werde ich alle Kommentare beantworten. Das heißt, wenn ihr sie seht. Sind alle Kommentare Azure, alles beantwortet? Lars hat das dann getan. Sollte ich es nicht getan haben, an diese Nummer könnt ihr mir eine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen: Du hast meine nicht beantwortet, beantworte sie sofort. Da habe ich kein Problem mit. Das erste Thema, und zwar SPD bekommt kalte Füße bei dem Thema äh, Inlandskerosinbesteuerung. Worum geht es? Und zwar die Bundesregierung muss Geld sparen, und zwar hat man ja so ein bisschen Probleme mit dem komischen Energie, irgendwas. Auf jeden Fall sind die 60 Milliarden um die Orgen geknallt, noch ein paar Milliarden drauf, und jetzt sucht man, wo man Geld holen kann. Und es ist so, dass man... Ähm, da Kerosin nicht besteuert wird und man sagt, das wäre eine Subvention, wobei ich nicht verstehe, dass wenn man etwas nicht besteuert, dass das subventioniert wird, kann man so sehen, finde ich eher nicht. Aber bei dem Kerosin will man jetzt im Inland tätig werden. Und die Frage ist natürlich, wie soll das denn funktionieren? Also heißt das, dass man dann grundsätzlich das Kerosin, egal wo es herkommt, dem Flieger sagt, ihr habt so und so viel braucht, dafür wollen wir Steuer haben. Oder sagt man, wenn man es in Deutschland kauft für den Inlandsverkehr, dann passiert ja das Thema, dass das Flugzeug zum Beispiel soll fliegen Frankfurt Hamburg, es geht aber kaputt, hat aber für Frankfurt Hamburg schon geladen. Dann muss der Sprit wieder raus oder was? Hat es eine andere Farbe? Ist ja auch bei Diesel für den Bauern ist glaube ich rot, für unser Diesel hat eine andere Farbe. Also da gibt es viele Probleme, die da entstehen. Abgesehen davon Fuel -Bunkering heißt also, dass man zum Beispiel ein Flugzeug fliegt ja nicht den ganzen Tag Frankfurt Hamburg hin und zurück, sondern die fliegen ja zum Beispiel von Frankfurt nach Barcelona, tanken dort die Bude voll, fliegen dann von Frankfurt nach, wieder zurück nach Frankfurt und dann nach Hamburg und dann haben sie ja keinen bezeichneten Also ist alles ein Problem. Aber in der SPD ist es jetzt so, dass die Kerosinbesteuerung Kritik hervorgerufen hat. Denn die Frage ist halt wirklich, wie umsetzbar ist das, wie zielgenau ist das? Und das ist halt das Riesenproblem. Deshalb ist meine Meinung dazu auch relativ einfach in dem Interview gewesen, wenn es europaweit zumindest eingeführt wird und nicht nur weltweit, sondern eingeführt wird, macht es keinen Sinn, weil andere Fluggesellschaften machen Fuel-Bunkering, machen Fuel-Geschichten, heißt also, dass man wirklich das Flugzeug vollbelädt, Unterkante, Oberkante und da können die halt mit dem 380er von Emirates von Dubai nach Frankfurt hin und zurück fliegen. Dann ist das zwar ein bisschen teurer auf dem Hinflug, aber man hat nicht das Dilemma, dass man in Deutschland Sprit bezahlen muss. Oder man macht dann zum Beispiel Zwischenlandung irgendwo um zu tanken. Also alles Probleme, wie das durchgeführt werden soll. Auch ist es so, dass natürlich ähm, die Preiseffekte ein Problem haben. Das heißt also, wenn die Flüge aus Deutschland teurer werden würden, wobei es bei Inlandsflügen natürlich jetzt nicht so wirklich geht, vielleicht kommt es dann zu absurden Situationen, dass zum Beispiel Nürnberg, ihr wisst alle Nürnberg, ja, dass man da mit der KLM Air France über Paris nach Hamburg fliegt was billiger ist als mit Hansens. Die fliegen zwei Monate, man müsste im Bus fliegen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will mit dem Beispiel. Man kann das natürlich auch von Frankfurt aus sehen. Das sind natürlich alles Riesenprobleme, Standortnachteile. Und wir haben ja auch in der Salzburg-Geschichte gelernt, dass die Leute nicht auf irgendetwas anderes umsteigen, umweltfreundlicher, sondern halt wirklich dann ihren Komfortzonen nachgeben und sagen: Wir fahren dann mit dem Auto nach München, wir fahren dann dahin und sind dann halt nicht auf den Zug umgestiegen. Die Freunde von Austrian Airlines haben da natürlich ein bisschen die Schnüsse gehalten ähm, und haben gesagt, ja, nee, hm, 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 wir sagen da nicht zu. Deshalb für euch die Frage des Tages. Und zwar die Frage des Tages ist und da gebe ich euch jetzt den Hinweis: äh, Wie findet ihr äh, die Kerosinsteuer? Ich schreibe sie gerade auf. <laughs> wie findet ihr die Kerosinsteuer? Ähm, und im Besonderen Fragezeichen im Besonderen in Bezug auf Inlandsstrecken. Macht das Sinn oder ist das etwas, was bekloppt ist? Ich habe lustigerweise unter einem Beitrag ähm, gesehen, dass jemand geschrieben hat: Ja, wenn man jetzt Mindestpreise einführt, egal wo, dass man sich dann wieder auf die Qualität besinnt und um die Leute, weil halt alle dann quasi gefühlte 999 Euro kosten oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, aber ich sage mal, einen Preis und alles gleichen Preis haben, dass dann die Qualität entscheidet. Antwortet auf diese auf diese Frage. Ich werde sie vielleicht mit Mario örtern, wenn ich bis dahin eine Lösung gefunden habe für eine Möcki deluxe Internetverbindung. <laughs> muss mal gucken. Ähm, vielleicht müssen wir auch nur ein HD senden oder so. Ich muss also wie gesagt das. Ich, wir arbeiten hier dran. Es ist hier Work in Progress, aber es wird geil. Glaubt mir. Wir haben jetzt das zweite Thema und zwar ist das Thema Lufthansa. Lufthansa etwas Lustiges, etwas Kurioses, wenn man ehrlich ist. Ist es so, dass Lufthansa mit der 747-8er nach Sao Paulo fliegt? Ich selber bin ja auch öfters nach Sao Paulo schon geflogen mit der 747-8. Aber da gab es nun bei dem Freitagsflug heute mit der Delta Alpha Bravo Yankee Delta ein Problem, denn die, das Flugzeug ist in Frankfurt am Main gelandet ohne Passagiere. Und das ist dann ein sogenannter Ferryflug. 11 Stunden, 19 Minuten, teure Geschichte. Denn eigentlich soll auf dem Flug 507 die Passagiere mitkommen. Aber man hat ihn nicht für Passagierbetrieb freigegeben. Der Flug wurde also annulliert. Der Grund, das Flugzeug hat eine technische Beanstandung im Bereich der Kabinenlüftung mit der Flugnummer LH987. das ist immer das, Wenn er vier Nummern sieht, 0, 9, also 9871 oder so, dann ist das immer so ein Technikerflug, ähm, den, äh, wurde halt wegen der Kabinenbelüftung so umgeschlitzt und es handelt sich um sogenannten Ferryflug, weil nur Passagiere nicht mit dürfen, sondern nur Personal, aber auch Cargo, glaube ich, wird mitgenommen, aber kann ich jetzt auch nicht ehrlicherweise sagen. Man hat alternative Flüge gemacht, heißt also, man hat ähm, einige dann auf die Swiss umgebucht und auf andere Flüge. Aber ihr wisst ja in so einem Zusammenhang heißt es ja immer: Die Sicherheit unserer Passagiere hat die oberste Priorität oder im Englischen Paramount. Importance. Ich finde das immer sehr lustig, diese Formulierung. Wenn ihr genau hinhört, ist einfach immer lustig. Wir haben jetzt noch mal was von der Eurowings. Die Eurowings fliegt ja sehr erfolgreich nach Dubai, Stuttgart, Berlin, sind da die Abflüge. Und da hat man einfach gesagt, man möchte ein bisschen noch in den Sommer hineinfliegen und möchte da was mitnehmen. Aber der Dubai Flughafen hat gesagt, ähm, wollen wir nicht. Deshalb ist im Sommer Flugplan keine Slots 0% Prozent der angefragten Zeitnischen so heißt man würde man Zeitnische oder Anflugzeiten oder sowas haben die nicht bekommen also das heißt da ist keine Genehmigung gegeben worden und das finde ich halt relativ spannend denn der Sommerflugplan der beginnt ja im April und dann hätte man noch im April mitnehmen können Mai aber das ist wahrscheinlich auch der Grund denn ähm, ist es das so dass man in dieser äh, Geschichte Dubai ja eher so als Winterdestination sieht wer im Sommer nach Dubai will und ich habe viele Sommer in Dubai gemacht. Ich habe in Dubai Ramadan gemacht. Ich habe in Dubai ach, alles Mögliche gemacht äh, oder Abu Dhabi. Und es ist einfach nur noch heiß. Und das macht dann keinen Spaß. Äh, deshalb ist es halt wirklich so, dass man jetzt guckt, ähm, was man macht, ob man im Winter 24, 25 die Slots wieder bekommt. Aber man hat sie nicht bekommen. Also es gab da keinen Ausbau. Die Frage ist natürlich. Ähm, die man das dann äh, bewerten möchte, und äh, man kann natürlich auch ehrlicherweise sagen, ähm, dass es natürlich da halt wirklich ähm, Schwierigkeiten von der Verfügbarkeit gibt. In Dubai muss man der Ehrlichkeit halber sagen, und da ist Eurowings natürlich nicht so ein Top-Player. Aber Lufthansa fliegt ja trotzdem, Swiss fliegt trotzdem, also man kann da trotzdem hinkommen. Aber man muss natürlich gucken, ob der Grund wirklich darin zu suchen ist. Bei der Eurowings, dass sie mit einem kleinen Flieger kommen und nicht mit großen Flieger. Und deshalb hat man vielleicht anderen Fluggesellschaften, die mehr Passagiere bringen mit einem Wischwasch, da die Priorität gegeben. Und ähm, das finde ich halt ähm, spannend. Also auch Emirates ist vielleicht im Sommer ein bisschen mehr ausgebucht und die brauchen dann mehr Slots. Und dann ist das natürlich, wenn du da bist, alles so eine Frage der Zeit. Aber hier könnt ihr auch nochmal die Frage beantworten, was ihr davon haltet, ob diese Slot-Geschichte irgendwie so eine Retaliation-Geschichte war oder ob das etwas ist, wo man sagt, naja, Pech, 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 Pech. Jetzt um zwölf Minuten in der Sendung haben wir wieder ein Thema von der Finnair. Ich als Finnair-Fanboy muss natürlich sagen, Finnair A350 900 ist schon cooler Scheiß, die neue Business-Class. Man muss sie mögen. Auf langen Flügen mag ich sie ehrlicherweise nicht so, 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 so sehr. Aber auf den Flügen, die zwei, drei, vier Stunden sind, ist die schon geil. Und da fliegt die natürlich teilweise sieben Tage die Woche zwischen Helsinki und München. Es gibt zwei Umläufe, deshalb aufpassen. Und zwar der Umlauf mit der 350 ist die AY1401 von Helsinki um 8 Uhr nach München mit 9.35 Uhr Ankunft. aber der Flug ist zwei Stunden und ein bisschen, weil ja Zeitverschiebung. Und dann von München um 12 Uhr um 15.25 Uhr, nicht drei Stunden, sondern zwei Stunden wieder Zeitverschiebungsstunde, ist AY 14.02. Und das ist wirklich interessant. Man kann natürlich sagen, dass man jetzt so, einen, so eine Geschichte, ähm, Geschichte ist, halt geil, aber die Sauna könnt ihr nicht besuchen, weil ihr dafür müsstet, dass ein Non-Schengen-Flug sein, denn nur die Non-Schengen-Sauna hat eine, nein, die Non-Schengen-Lounge hat nur eine Sauna, denn nicht nur die Sauna hat einen Non-Schengen-Lounge. Kann man aber auch sagen, dann kann man sich das merken. Aber warum man fliegt, ist halt so, dass man natürlich zwei äh, Themen hat: einmal natürlich die höhere Frachtmöglichkeit, die man mitnehmen kann, und das andere Thema ist vielleicht Passagiere und auch natürlich Pilotentraining. Im Moment hat die ähm, er ein Flieger von den 350ern glaube ich noch geparkt, ein 330er hat sie geparkt. Ich meine, ich, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Lamenge heraus, wie viele sie haben. Ähm, ich kann kurz mal schauen, wie viele sie von den 350ern äh, haben. 17 Stück. Also heißt 16 fliegen, eine ist geparkt wahrscheinlich. Ähm, damit hat man dort dann wirklich auch die Möglichkeit, mal mit dem Produkt zu fliegen. Wer es ausprobieren möchte, ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr nach Helsinki kommt, sagt Bescheid. Wir können uns treffen. Gehen wir schön was trinken, falls ich vor Ort bin. Wir haben dann als Thema Southwest Airlines. Ich hatte das Thema auch schon mal besprochen, dass Southwest Airlines Passagieren, die, und das ist jetzt das Lustige, man nennt diese Passagiere auch ähm, Passenger of Size. Man will ja nicht so sagen, dass man... Ne? Und so ist es so, dass man diese Kunden, Passenger oder Customer of Size, ähm, <laughs> sind Kunden mit Übergewicht, falls ihr es nicht verstanden habt, ich sag's euch nur. Ähm, ist so, dass man jetzt dort ähm, zwei Sitzplätze gibt, dass sie die belegen können. Und wenn man ähm, so halt fliegt, dann hat man halt auch nicht so die Angst, wenn man da fliegt, dass man keinen Platz hat. Ich selber bin ja aus Rauwanni mehr gekommen, ich glaube, auf 1C gesessen. Da saß auf einem B1, weil es gab keine Business Class auf innerfinnischen Flügen und der war halt auch auf meinem Sitz drüber und bei mir mit 2,1 Meter eins und selber nicht gerade der, der leichteste ist das natürlich ein Problem und deshalb ist es so dass viele Leute die übergewichtig sind die kaufen sich zwei Tickets ich habe es nicht gemacht weil ich kriege alles zu ich brauche keine Extension gar nichts und deshalb ist es so dass man gleich zwei Sitze kauft und dann eine Rückerstattung bekommt wenn der zweite Sitzplatz äh, nicht gebraucht wird das heißt also ähm, dass man dann wenn man in den Flieger kommt und Sitzplätze frei bleiben dass das die letzten sitzplätze die gegeben werden oder dass man dann ähm, diesen dann kostenlos bekommt wenn er frei bleibt am gate das sind die zwei möglichkeiten die man hat und das finde ich eigentlich eine faire geschichte da könnt ihr auch noch mal unten kommentieren und sagen was ihr davon haltet was ihr dazu denkt inwieweit ihr da der meinung seid. das ist schon geil das sollte man einführen. also da bin ich mal auf eure meinungen gespannt. Wir haben jetzt noch ein Thema, was äh, Married Bonvoy-Kunden immer wieder mögen. Wenn man zwei Nächte übernachtet, kann man eine Nacht kostenfrei bekommen. Ja, Faster Freenight gab es früher. Heute ist es ein Freenight Certificate. Heißt also, nachdem die letzte Promotion am 6. Dezember geendet ist, bekommt man jetzt mit dieser Promotion äh, Freinachtzertifikate. Ich muss gucken, ob das die großen tollen Zertifikate sind, die 35 K oder 85 K Punkte wert haben. Es sind meiner Meinung nach die wahrscheinlich die 35er, von denen ich selber noch fünf Stück habe. Bitte nicht melden, ich werde sie nicht weggeben. Ich weiß, was ich dumm tue. Und die könnt ihr mit 15 K Punkten maximal wieder aufpumpen. Dann habt ihr 50 K an. Dann habt ihr 50 K an Nächten Punkten, die ihr ausgeben könnt. Heißt also, ihr sollt mal gucken, ob ihr das machen könnt in euren ähm, Centern, wo ihr bei Marriott Bonvoy schaut, welche Promotions ihr habt, da könnt ihr sehen, ob ihr diese Promotion habt oder nicht. Und interessant ist, ähm, dass man natürlich diese Offer dafür an, also sich anmelden muss und dass man dafür auch vorgesehen sein muss und eine E-Mail bekommen haben muss. Also da bin ich mal wirklich äh, gespannt. Also hier ist es so, ähm, ah hier hat einer, ah geil. Und zwar ist in einem der 8.000 Hotels bis zum 29. Februar. Und dann bekommt man Freewide Award und er ist 35.000 Punkte. Also insofern alles in Ordnung, alles tip top. Habe ich das doch richtig gedacht. Jetzt haben wir um 17.28 Uhr, wo die Sendung sich dem Ende neigt, natürlich das letzte Thema. Und ich finde es schade, dass es nicht eure Kommentare sind, weil sie es nicht live machen können mit der Bandbreite. Es tut mir leid. Ähm, ist es ist so, dass Egypt Air ein Deal so Deal hat in der Business Class von Madrid nach Johannesburg über Kairo. 1.299 Euro. Geiler Preis. Ich finde einen geilen Preis. Äh, was gibt es zum Ticket zu sagen? Buchungsklasse Z, Restriktionen gibt es, Minimumaufenthalt kein, Maximalaufenthalt zwölf Monate, ein Stopover ist in dem Preis enthalten in Ägypten. 110 Euro für Cancel Refund. Änderungen äh, sind für 90 möglich. Und dann natürlich auch die Changes, also die Ticket Changes, wenn der Tarif sich ändert. Und 140 Euro für No-Show. Ja, das solltet ihr euch bemerken. Und gibt es noch was? Äh, ja, das ist so drei Tage vor Abflug sollte das Ticket auch fertig sein. So, dann haben wir das alles abgearbeitet und wir geben euch aufs Auge die Geschichte. Da seht ihr das: Madrid, Kairo nach Amsterdam. Und wir haben hier natürlich dann auch. 2085 Meilen von Madrid nach Kairo und dann nochmal 3874 nach Johannesburg hin und zurück sind das 11.979 Meilen. Ihr sagt ja, gut, das interessiert mich das. Ich sage euch hier, was das an Punkten bringt. Ja, aber ihr wisst, ich bin hier vorbereitet. Dann machen wir es nämlich so. Haha, in der Buchungsklasse Z. Und da gibt er uns erstmal Werbung. Hier ist es mit Air China. Da gibt es äh, 28.848 Punkte. EBay, äh, Egypt Air selber und TAP geben 23.100 genau wie die SAS. Turkish Airlines 17.924. Übrigens bei SAS natürlich, solange sie nicht bei der Sky Team sind. Dann 17.924 bei Turkish. Meistens gibt es das nicht, wenn ihr das nicht dieses Jahr noch kauft. Ähm, aber Ethiopian Airlines, IGN Air India, Thai, Asiana. Eva Air Canada und so weiter und so fort. Ihr seht, wie es weiter runtergeht. Air New Zealand hat null. Und zur Lufthansa gibt es jetzt zu sagen, das ist jetzt eine gute berechtigte Frage. Also, ich, ich kann ganz sicher sagen, von Madrid bis nach, ähm, bis nach Kairo, da gibt es dann die 200. Das ist Business Class, aber ich weiß jetzt nicht, das ist ja dann quasi. Hm. Das ist eine gute Frage. Warten wir mal ab, wie das wird. Was es da an Meilen gibt. Gibt es dann auch nochmal 200? Das wären dann 800. Und Ihr braucht jetzt 2000 Punkte. 1000 ist meine Hand geflogen. Fragen über Fragen mit dem neuen Programm. Wenn ihr diese Frage beantwortet haben wollt, bucht eine consulting mit hier. Da kann ich euch erklären, wie das neue System funktioniert. An dieser Stelle sind wir natürlich alle happy, happy, dass die Sendung heute wenigstens geklappt hat. Ich hoffe, dass der Upload klappt, dass das jetzt nicht so wieder vier Stunden dauert oder sowas. Und äh, was ist noch wichtig? Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen und entspannt euch mit der Kanalmitgliedschaft. Und. Liken, liken, liken. Für euch der Abspann. Ich danke euch, dass ihr da wart. Bis dann. Ciao.